Oh ja! Hi und herzlich willkommen bei China Gadgets. Im heutigen Video zeige ich dir eine Tasse, die dein Leben verändern wird. Aufgepasst, liebe Zuschauer, liebe Freunde und liebe Leute. Heute zeige ich euch ein Gadget, was ja nicht euer Leben verändern wird, aber ich würde sagen, es ist ein Gadget, was sehr, sehr praktisch ist. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, wenn man im Büro sitzt oder generell am Schreibtisch. Manchmal passieren solche Sachen, man kommt aus Versehen an die Tasse und bumm, der ganze Tisch ist voll mit Kaffee, mit Tee, mit Kakao, mit Eistee, mit Cola, mit Wasser, mit Fanta, mit Sprite, mit Bier, mit Jägermeister und so weiter und so fort. Aber mit dieser Tasse wird das nicht mehr funktionieren, denn diese Tasse kann man nicht umschmeißen. Aber ihr kennt das natürlich, bevor wir anfangen mit diesem Video, hier oben links könnt ihr wieder bei einer Umfrage mitmachen. Braucht man sowas, ja oder nein? So, dann fangen wir an. Wir haben hier einmal von Fio eine Grace Suction Mug, also ein Becher, was am Tisch kleben bleibt, in Klammern. Das sieht wie ein gewöhnlicher Becher aus. Will not tip over if you accidentally knock into it. Bedeutet wiederum das, was ich euch gerade im Intro gezeigt habe. Wenn man aus Versehen die Tasse antippt, fällt das Ganze nicht um und so weiter und so fort. Das Ganze ist zweimal beschichtet. Das heißt, was kann die Flüssigkeit halt dann schon länger warm halten oder kühl halten, je nachdem, wie man es braucht. Füllmenge sehe ich jetzt hier nicht. Das Ganze, ah doch, 470 Milliliter steht hier. Das Ganze ist hier auf Chinesisch. Dann 142 x 141 x 96 mm haben wir da als Größe. So, genug geschnackt, machen wir das Ganze auf. So, das ist hier einmal unser Becher. Da finden wir auch nichts weiter drin. Wir haben hier einen Deckel, wo wir das Ganze zumachen können. Das meinte ich hier mit doppelter Beschichtung. So, schauen wir uns das erstmal hier an. Es ist sehr schlicht designt und ja, mehr gibt es auch dazu noch nicht zu sagen. Was hier nur auffällt, man kann das Ganze hier hoch und runter schieben, wie man es nennen möchte. Und ja, die Magie befindet sich unterm Becher. Wir haben hier einmal an der Seite so eine Art Grip-Pad. Das ist jetzt aber nicht wie bei den Pop-Sockets. Also Pop-Sockets kennt ihr ja bestimmt. Das ist hier das hier am Smartphone, das hier dran klebt. Nein, das ist eine normale Gummibeschichtung, würde ich jetzt sagen. Hier haben wir Hartplastik und hier wird dann die Luft angesogen. Das ist eigentlich ganz simpel. Wenn wir das Ganze hier drauf tun, saugt sich die Luft mit dem Tisch ein und es entsteht ein Unterdruck. Und das bedeutet, wie ihr sehen könnt, man kann das Ganze nicht umschmeißen. Wenn wir unseren Deckel wieder hochheben, kommt dann wieder Luft dazwischen und es geht dann locker hier nach oben, wie ihr schon sehen könnt. Ich muss mit wenig Kraft, kann ich hier aufwenden und das Ganze hier hochheben. Aber sobald ich hier unten dran haue, könnt ihr schon sehen, es bleibt stabil stehen und es tut sich nichts. Aber wie gesagt, holen wir ein bisschen wieder Luft, geht das Ganze hier nach oben. Bedeutet wiederum, wenn wir Stöße haben, die von der Seite kommen, ist alles super. Aber sobald wir irgendwie einen Stoß vom Henkel zum Beispiel nach oben haben, fällt das Ganze natürlich um und es funktioniert dann nicht. Ich kann es euch nochmal langsam zeigen. Es geht nicht. Es ist dann trotzdem noch wackelig, aber sobald es dann halt in den unteren Bereich hier funktioniert, drauf haue oder gegendrücke, vielleicht könnt ihr es sehen, der ganze Tisch wackelt mit und es bleibt stabil stehen. Wie gesagt, wir haben hier nochmal einen Deckel und um euch nochmal einfach diese Saugkraft zu zeigen, hier haben wir einmal einen Laptop. Hier könnt ihr sehen, das Ganze geht hier auf und zu. Das Ganze funktioniert auf mehreren Schreibtischen, Ebenen. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist glatt. Es funktioniert hier auch auf dem Laptop. Und mal schauen, ob ich das dann hier aufklappen kann. Und ihr könnt sehen, es bleibt da hängen. Und ich kann sogar damit meinen Laptop aufklappen. Aber wie gesagt, sobald ich hier oben einmal ranziehe, ist es vorbei. Und aber ja, es sieht aus wie Magie. Also es funktioniert auf jeden Fall, glaube ich zumindest. Wir machen mal kurz einen Praxistest. So, platzieren das hier nochmal hier in die Mitte, Deckel ab. Hier habe ich noch ein bisschen Wasser. Sollte man jetzt auch von oben her kennen. Bitte, bitte, bitte kein Vorführeffekt. Und es funktioniert. Geil. Zum Wohl.
Ja, Leute, kommen wir kurz zum Fazit zu diesem Fio Gray Suction Mug. Ihr habt es gesehen, ich bin mega davon begeistert. Also ich muss sagen, seitdem ich hier bei China Gadgets bin, ich habe jetzt ja schon einige China-Schrott oder seltsame Gadgets für euch getestet. Und ich muss sagen, das ist jetzt so auf meiner Favoritenliste. Das ist mit einem Gadget, was wirklich sinnvoll ist, was auch funktioniert, was auch einfach zu benutzen ist. Es ist einfach simpel, man kann in Ruhe seinen Kaffee trinken. Und wie gesagt, mit diesem Becher kann man sowas vermeiden, dass man mal Kaffeeflecke auf dem Mauspad oder so bekommt. Nur weil ich so tollpatschig war. Also deswegen gibt es von mir einen Daumen nach oben, klare Kaufempfehlung. Also da kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, gönnt euch das Teil, verschenkt es zu Weihnachten oder zum Geburtstag, egal. Es ist gut. Punkt. Es ist gut. Punkt. Ihr merkt meine Euphorie, ich bin zufrieden. Was meint ihr? Braucht man sowas? Die Umfrage ist ja da. Sonst schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr das sinnvoll haltet oder nee, brauche ich nicht. Ich bin eh nicht tollpatschig, so wie du, Yoshi. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sonst, wenn ihr euch das Teil gönnen würdet, also wenn ihr euch das Teil kaufen würdet, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Sonst zu meiner linken Seite hier oben geht es weiter zum nächsten Video. Da drunter könnt ihr kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem epischen Review-Becher von Fio.